Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder ein bisschen Plague Tale Innocence. Ja, beim letzten Mal, da sind wir auf Hof von Laurentius gekommen und jetzt müssen wir ein bisschen Alkohol und Schwefel abgeben. Wir stehen gerade vor dem Alkohol, also das wird schon klappen. Ja, aber den Alkohol. Da haben wir alles. Wir hatten schon vorher eigentlich das Material, aber besser hier nochmal rumlaufen, ne? Levita extractam sic. Ja. Das ist Latein. Levita-Extraktor sitzt. Keine Ahnung, was das heißt, aber. Ist auch wichtig, wichtige Sprache. So, ich habe hier was. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Okay. Du kannst jetzt Ekniva herstellen. Halte R1 gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Jo. Dann machen wir das hier mal. Und jetzt brauchen wir X hier, um das herzustellen. So, es ist. Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Du kannst das Ignifer auf Glut werfen, um sie zu entzünden. Halte L1 gedrückt, um auf die Glut zu zielen. Hiermit aber nicht? Oder doch, ich hab das. Oh. Es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Sehr Scheint gut. so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Ja. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ausnahmsweise, ja. Ich laufe nie voraus, aber. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Ja. Genau. So. Jetzt haben wir auch nichts mehr. Er könnte nach oben kommen. So, und jetzt gehen wir hier noch hoch. Hier kommen die Ratten ja nicht hin. Das sind ganz schön viele. Laurentius, ich bahne uns einen Weg. Dann müssen wir aber erstmal noch was herstellen. Ja. Kommt, hier entlang. In Ordnung. Los, komm! Alle mal nach unten. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir. Nein! Amicia! Die Waffen! Die Lichter sind aus! Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillier! Oh. Wir müssen weg. Laurentius, ne? Meister. Scheinbar auch Geschichte. Halt! Wir brauchen dich! Seht, das Schwert! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Schnell! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Heuhaufen rennen brenn nicht lange, aber das Ignifar kann sie erneut anzünden. Führt er uns? Zum Fluss!
Ja, da hätte man natürlich das Igniefahrer darauf legen können. Wir brauchen das Pferd. Sie sind überall. Lukas, ich bin hier. Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss. Mit der Schleuder kannst du verschiedene Munitionsarten über weite Entfernung schießen. Halte L2 gedrückt, um mit der Schleuder zu zielen. Ja. Da rennen wir uns auf dem Boot und weg. Ja, ja. Tja. Laurentius ist leider da verstorben. Und das Schwein natürlich. Und scheinbar ist Akt 4 auch fertig. Und 5 ist die Beute der Raben. So, das Schiff fahren wir mal ein bisschen rum. Und mal schauen, was da so abgeht, ne? Lukas? Ja? Lukas. Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich. In Hugos Blut. Aber... was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder gut noch böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Ja. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Sie haben versagt, ganz genau. Quack, quack. Einmal nur Frösche, keine Ratten. Hugo, wach auf. Ey, aufwachen, Kumpel. Komm, Hugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, ich wollte erstmal wegen Material gucken. Ja. Ja, Lukas, brauchst du es nicht hinter mir herlaufen. Such nur nach Material. Aber scheinbar ist ja auch nichts. Okay.
hier nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Ja. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja. Hugo, wo willst du hin? Hugo! Lukas, mal gucken, das ist der Lukas. Ist aber nichts. Da kann man noch rüber springen. Ja, da hat sich der Hugo sich vor versteckt. Auf jeden Fall Steine. Schild. Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Das Schild könnten wir ja mitnehmen, aber ist egal. Eier schufen die uns auch als Briten ein. Rumlaufen ohne Ende. Schwefel. Muss auch was sein. Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Hier nochmal Gladiolen. Okay. Ja. Und jetzt kommen wir einmal Gladiole. Eine in Gärten und auf Feldern häufig anzutreffende Pflanze, von der einige Unterarten giftig sind. Trotzdem fand eine von ihnen in Gerichten und Heimen in Verwendung, da die Form ihrer Blätter an ein römisches Schwert, den Gladius, erinnert, stand sie im Römischen Reich für Stärke und Heldenmut und war ja daher die Blume der Helden und Gladiatoren. Ist auch mal interessant. So viel dazu, jetzt haben wir das durch. Und schauen wir einmal. Wir gucken uns das hier an, ne? So.
Schauen wir mal hier selber, wo hier alles ist. Ob hier noch irgendwas ist oder ob hier... Das ist seltsam. Was ist das? Das stinkt. Es kommt von da drüben. Ja. Jetzt wird spannend hier. Haben wir noch Material? Ne, haben wir nicht. Wurde auf einmal auf jeden Fall gespeichert. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld, ja. Deswegen oh mein auch. Gott. Müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Ja. Wir haben keine Wahl. Weg von Leichen ist auch. Tun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Ja. Vögel ganz viel, aber... Also hast du irgendwo Material? Nee, nee, nee. Da ist was. Schwefel. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentriere dich auf das Aquädukt. Können wir hier auch die Fackel noch mitnehmen? Irgendwo noch irgendwie Wut. Nein, nein, nein. Lukas? Ich weiß es nicht. Ja, scheint wohl ein Pferd zu sein. Oh nein, die Ratten! Bleib weg von ihnen! Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein. Also erst das Schwein, ne? Jetzt die Ratten. Also egal, laufen wir hier drumherum. Wenn das so geht. Schauen wir nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann doch hier so runter. Bleib weg von ihnen. Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Kommen wir auch nicht her. Ja. Wahrscheinlich sollen wir da das anzünden. Aber da können wir ja was hinschleudern. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen weniger reden da. Oh nein, die Ratten, bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Dann stecken wir uns das jetzt. Material haben wir jetzt schon mal. So, da geht es auf jeden Fall weiter. Dann schauen wir mal einmal. Dass wir hier mal wieder was herstellen, ne? Am besten zweimal. Los, lauf!
Ja. Guck mal, da drüben ist Heu. Du solltest es in Brand setzen können. Ja. Macht euch bereit. Aber eins verschwendet. Okay, muss man ein bisschen schneller durch, ne? So, Alkohol haben wir auch und das brennt ja nicht so schnell, brennt ja nicht so lange. Auf jeden Fall hier in den Laufen. Und eigentlich können wir hier weiterlaufen. Da drüben sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. Ja, genau, ne? So. Ist das ein Katapult? So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Feuer, ja, haben wir doch. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Okay, wiederholt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ja. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Aber ich kann nicht. Da sind überall Ratten. Wir müssen uns einen Weg hindurchbahnen. Dann machen wir hier einfach. Hier so was. So, und jetzt versuchen wir nochmal. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Unverzüglich. Ja. Kannst du bitte mit Hand. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Gut. Ja. Kannst du das übernehmen? Na gut. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Ja. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? Dann gehen wir mit. Gut gemacht, ihr beiden. Ja, da hinten ist auf jeden Fall Licht, ne? Machen wir. Gehen wir da mal her. Schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. So, warte mal, müssen wir erstmal die Waffe wechseln. Was ist das? Was habe ich da gerade gesehen? Oh nein. Kommen soll. Gelöscht werden, was den Gegner die Ratten ausliefert. Ja, okay. Also, so kam ich nicht da dran. Ne? Hey! Hä? Belga!
Ja. Oh Gott, das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Ja, das hat es wohl. Können wir noch ein bisschen Material mitnehmen. Ja, und ich würde mal sagen, das Weiterlauf war beim nächsten Mal. Bewertet mal ruhig den Teil und bis dann. Tschüss.